Bedürfnisse speziell von den Kindern, die hier sind, sind nun mal andere, wie die von Kindern, die, nicht vorbelastet sind, sage ich mal ein Stück weit. Das so ein bisschen in Anführungsstrichen, weil vorbelastet zum einen, weil die Kinder, die hierher kommen, meistens häufig schon einen Entzug machen mussten, sind Kinder von zum Teil substituierten Müttern, die dann nach ihrer Geburt die ersten 14 Tage auf der Neonatologie verbracht haben und dann hier zu uns kommen und hier die Möglichkeit haben, mal ranzukommen und dann gemeinsam mit dem Kinderteam und auch mit den Fachleuten von der Familieneinheit geguckt wird, wo gibt es Ressourcen, wo sind Ressourcen von der Mutter, wo man praktisch anleiten kann, um allenfalls einen gemeinsamen weiteren Weg zu ermöglichen. Und da spielen ganz viele Faktoren eine Rolle. In erster Linie ist es immer das, Kinderrechte stehen an oberster Stelle. Und dann wird geguckt, was braucht das Kind für die Entwicklung und wie viel mag Mutter davon leisten. Und das, was sie tragen kann und was sie machen kann, übernimmt sie selber. Und das, wo wir praktisch sehen, sie schafft damit, entsprechend mit unserer Anleitung das Kind so zu unterstützen, übernehmen praktisch Fachpersonen die Betreuung und auch in Form von Bezugspersonenarbeit den entsprechenden Ausgleich. Und um das zu schaffen, um tatsächlich auch die Balance hinzubekommen, wie viel Betreuung von Mutter- oder Vaterseite ist möglich und wie viel Unterstützung ist nötig, gilt es recht individuell immer abzuschätzen. Es kommt ganz darauf an, wie die vorherige Geschichte ist von dem gemeinsamen Weg der zwei. Und wichtig ist einfach, dass Kinder die Möglichkeit haben, möglichst unbeschwert und einfach Kind sein dürfen. Und das ist das Wichtige in dem Raum und in dem Rahmen, den wir hier bieten.